Du musst schnell gegenüberstellen. Nein. Yes. Gut, oder? Hammer. Hammer. Hammer! Geil! So. Bildton, alles perfekt. Legen wir los. Boom! Feel Good Podcast. Was geht ab? Was geht ab? Gellit! Tom, wir sind mal drin. Mein Freund, alles klar? Alles super, danke. Bei dir? Sensationell. Du bist, Achtung, der Erste mit unserem neuen Schild. Mhm. Mit dem Neonlicht natürlich. Und du bist der zweite deutsche Gast, den ich überhaupt habe. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ja, nach Mittermeier. Vor allem, ja. Also abgesehen davon, dass du mich als deutschen Gast ankündigst. Ja, das natürlich. Das finde ich Hammer. Ja. Danke. Ja, ist ja auch so. Ja, in Deutschland nicht. Hier in der Schweiz bin ich der deutsche Gast, aber drüben nicht. In Deutschland sehen sie dich als Gast. So. Genau, da bin ich immer noch Gast. Hier bin ich der deutsche Gast. Nee, ich freue mich auch. Und Glückwunsch zum Feel Good Shit. Ich habe ja, also zum Neonlicht, ich habe ja eben gesehen, wie du es aufgebaut hast, ausgepackt hast. Ich weiß, wie groß der Struggle war. Ich habe gesehen, wie hart das Ding in Folie eingepackt war. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich bin immer gekonnt aus dem Raum rausgegangen, weil ich wusste, ich kann nicht helfen. Ja. Und ich wollte es mir auch nicht angucken, wie du das machst. Es war so ein, komm, ich lass ihn lieber, damit er denkt, ich hätte es nicht gesehen. Es ist wie ein Kind mit der Schere. Ne? Genau. Man muss eigentlich will man intervenieren, aber man darf nicht. Ja. Genau. Es war für mich so ein, nee, ich lass den jetzt. Der soll lernen. Ja, the struggle is real to feel good. Ja. Zu einfach. Aber sieht echt gut aus. Ich finde auch. Ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden damit. Ja, das sieht geil aus. Was denken die Leute? Was sagt ihr? Sieht doch gut aus, oder? Ja, kommentieren, liken, subscriben, Glocke, ne? Glocke, damit man ja keine Updates verpasst. Absolut. 5 Sterne auf Apple und so weiter. Und so weiter. Gibt's noch Sterne? Mhm. Boah, krass. Mhm. Das gibt's da. Wir haben 4,6. Ja, das geht nicht. Welcher Hater? Einer. Echt? Ja, einer hat, und dann geht das so? Was einer hat einen Stern gegeben. Wie hieß es? Entweder sind die Podcasts zu lange oder das Gelaber oder irgendwie so. Echt? Ja, gibt's ja immer. Ich hoffe, der hört gerade zu. Wahrscheinlich hört er jede Folge sie, und nervt sich, dass es zu lange ist. Oder sie hört gerade zu und es wird heute eine lange Folge, Bro. Mach dich auf etwas gefasst. 5 Stunden. Genau, wir machen heute 5,5 Stunden Minimum. Also schreib am besten jetzt schon mal deine schlechte Bewertung, zu langer Podcast. Und aber, geh raus hier. Aber es gibt's auch immer, es gibt's auch bei jedem YouTube-Video gibt's mindestens ein Dislike. Genau, einfach so. Einfach eins. Einfach so. Mindestens. Also ich kenne ja das Prinzip, dass Leute sagen, man kauft sich Abonnenten und Likes und sowas, aber ich weiß nicht, ob es das auch umgekehrt gibt, weil nur so könnte ich mir erklären, weshalb manche Videos ein Dislike haben. Ach also, so. Also lachende Babys oder so. Ja. Warum sollte man da disliken? Verstehe ich auch nicht. Also dann könnte ich mir das nur erklären, weil jemand damit Geld verdient, dass das disliked wird. Ja. Verstehst du? Also das wäre der einzige Grund. Warum sonst solltest du das disliken? Eigentlich so wie bei Aktien, wo du sagen musst, es wird runtergehen oder es wird hochgehen. Genau, ja? Genau. Genau. Ich sag, das Video wird mehr Dislikes haben als Likes. Genau, das eine ist gönnen und das andere ist Auge machen. Genau. Also missgünstig sein. Ja, aber es ist ja gerade in der Anonymität ist ja auch viel einfacher, missgünstig zu sein. Da kann man ja endlich mal. Ja. Ja, es gibt so ein Medium, ich sage jetzt nicht welches, in der Schweiz, das hat die Kommentarfunktion nicht wirklich, ich sage jetzt mal, betreut. Ne? Da kann man einfach für, glaube ich, 24 Stunden kann man kommentieren, was man will.
Und ich glaube, nur wenn so bestimmte Schlagwörter kommen, dann wird es gesperrt. Aber sonst tummeln sich da jetzt eigentlich alle Menschen, die auf allen anderen Plattformen gesperrt wurden. Das heißt, da können sie sich versammeln. Dann kannst du wirklich den Test machen, eben so lachende Babys oder keine Ahnung, fünf Katzen gerettet. Kannst du irgendeinen Artikel draufklicken und dann siehst du sofort Top-Kommentar, weil der dann auch noch hoch gevotet wird, der schlechte Kommentar von wegen, schade, sind sie nicht gestorben oder irgend sowas. Und da hast du einfach 150 Daumen auf diesen Kommentar. Es gibt so ein Medium in der Schweiz, da ist das so. Boah. Weil bei allen anderen wurden sie halt gesperrt. Ja? Das ist ja krass. Was seid ihr denn für ein Volk? Was seid ihr? Also ich als Deutscher, ich muss da jetzt mal was zu sagen. Das geht ja nicht, wie ihr hier eure Babys in Videos behandelt, ja, und eure Katzen in Videos, dass ihr extra eine Plattform habt, wo ihr die disliken könnt. Ja, aber es ist eine normale News-Site, ja. Echt? Ja. Welcher Psycho hat sich das denn ausgedacht? Der so, boah, ich werde überall gesperrt, ich mache jetzt meine eigene Plattform, damit ich da... Nicht mal das, Niesen ist eine richtig große News-Plattform, aber die haben einfach gemerkt, ja, Traffic ist geil und dann muss man halt vielleicht nicht so ganz genau die Kommentare durchforsten. Boah, das ist heftig. Ja? Ach, das ist ein News-Ding sogar. Groß, ja. Das ist ein großes News-Ding. Ja, ja. Sehr groß. Bin ich mal gespannt, ob dieses Video auch da landet. Wenn ja, dann disliked gerne. Weil das wäre wieder Promo. Weißt du, Promo für was anderes gibt es dann da natürlich auch nicht. Ey, das ist krass. Ja, ja. Also ich stelle mir das gerade echt vor, dass es Leute gibt, es gibt bestimmt Leute, die treffen sich so zusammen und sagen so, komm, wer schreibt heute den asozialsten Kommentar? Lass mal gemeinsam draufgehen. Jetzt ist es so, man guckt sich so gemeinsam YouTube-Videos an. Genau. Und die gehen da drauf und sagen einfach, boah, lass mal trollen hier. Krass. Ja. Okay, die sind schon krank. Aber noch kranker sind ja die das auf den Plattformen machen, wo es nicht gern gesehen ist. Zurück zu den YouTube-Videos mit irgendwelchen Babys, wo einfach disliked wird. Ja, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also ich bin ja so der Meinung, dass wenn jemand das macht und jemand macht das bei einem selber, also beispielsweise jemand kommentiert bei dir etwas Schlechtes und du siehst das und du fühlst dich betroffen oder es trifft dich, dann kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass es dieser Person viel schlechter geht als dir. Ja. Weil sonst würde sie das gerade nicht machen. Ja. Weil was hast du für ein... Wie beschissen ist dein Leben, wenn du das machst? Aber das hast du ja gesehen, in Deutschland gab es ein paar so Beispiele, bei denen die dann effektiv Kommentierer aufgesucht haben. Ja. Und dann siehst du mal, wie die leben. Ja. Und dann ist eigentlich alles klar. Dann bist du so, boah. Ja, ein Kommentar ist da eigentlich das kleinste Problem. Ja. Dann, Leute, es tut mir sehr leid, was ich gerade eben über euch gesagt habe. An alle, die hier schlecht bewerten und schlecht kommentieren. Wenn es euch dadurch besser geht, dann macht das ruhig. Und ja, aber geht es ihnen besser? Ich glaube eben nicht. Ich glaube nicht, dass es ihnen besser geht, aber ich fühle euch. Und ich will, dass ihr wisst, dass euer Schmerz mir auch am Herzen liegt. Und fahrt zur Hölle. Fahrt zur Hölle, Alter. Echt? Aber ich glaube eben schon, dass es also auf beiden Seiten halt so ein Kreislauf ist. Im Negativen, dass du halt so eine Negativspirale hast, eben immer nochmal negativer kommentieren und nochmal schlechter, aber auch im Positiven. Also hab ich bei mir schon bemerkt und ich glaube, du bist auch so ein Mensch. Du merkst, wenn man Freude verbreitet, dann kommt auch was zurück. Mhm. Also das geht auch in die andere Richtung. Und ich glaube eben, dass irgendwo man da selber halt mal den Schalter umlegen muss sozusagen. Aber es gibt Leute, die sind einfach so. Bei denen kannst du es nicht rausnehmen, weißt du? Die sind einfach so. Die wollen einfach so, du sagst, die wollen Pech haben. Genau, die wollen das und egal, was du sagst. Das
Das Baby ist süß. Yeah. Bah, in diese Welt würde ich kein Baby setzen wollen. Weißt du, auf einmal so, ja, woher kommt das? Weißt du, oder so, der Kaffee schmeckt ja gut. Ja, aber der Becher ist nur halb voll hier gewesen. Ne? Also die hätten ruhig mehr reinmachen. Egal was, es gibt immer irgendwas, wo es dann was zu meckern gibt. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, ich merke dann immer, das betrifft mich ja zum Glück nicht. Nein. Ich denk dann eben so, ja gut, dein Problem. Genau, du bist ja Comedian. Ja. Und du bist halt privilegiert, weil du bist ja Schweizer. Ja, und weiß. Ja, das auch. Ja. Und darf man weiß überhaupt noch sagen? Ich weiß nicht. Das weißt du nicht. Ich weiß. Ich weiß es auch nicht. Ob ich weiß bin, weiß ich nicht. Ich habe schon mitbekommen, es gibt Leute, die sagen dann, wie kannst du es wagen, mich als weiße Person darzustellen oder zu sagen, ich bin weiß, ich bin ja nicht weiß. Auch wenn sich jemand darüber beschwert, hier nochmal an dieser Stelle, fahrt zur Hölle. So, auch du, kommentiere ruhig irgendwas Schlechtes. Also es wird, hast du das Gefühl, es wird immer schlimmer? Ich finde, es wird immer schlimmer. Ich glaube, die Auffassung ist immer schlimmer. Ich glaube, das gab es immer schon. Es ist einfach eine Umverteilung. Weil eben, man hat jetzt halt wenige Stimmen, die gleich laut sein können wie viele Stimmen. Das ist der Unterschied zu früher. Ja? Weil früher war das vielleicht am Stammtisch und viel weiter als aus diesem Raum ging es nicht. Und jetzt kann es halt, keine Ahnung, 3 Tweets und dann kommt ein Artikel. Ja, genau. Twitter beschwert sich über und so weiter und so fort. Ja. Aber ich persönlich, ich bin halt auch da, bin ich ziemlich grundoptimistisch, weil ich denke, das sind so Wellenbewegungen. Das geht immer in die eine und die andere Richtung. Ja. Also wenn's, keine Ahnung, Comedy, ich vergleiche es halt immer mit den Comedy-Wellen, die ja auch, auf einmal wird es sehr politisch, dann wird es wieder absolut Nonsens und das geht auch immer so hin und her und das ist ja auch immer ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, irgendwann pendelt sich das dann ein. Ja. Und zum Beispiel in den USA war ja zum Beispiel die 70er war eigentlich genau dasselbe wie jetzt. Man hat es einfach schon wieder vergessen. Aber als irgendwie Vietnamkrieg war und so, da war auf einmal jeder politisch und es gab 2 Gesellschaften, die einen und die anderen und man war gegeneinander. Und dann kam zum Beispiel Steve Martin, der einfach Nonsens-Blödel-Humor gemacht hat und damit dann richtig abgegangen ist. Und dann auf einmal kamen alle anderen, die dann gesagt haben, das machen wir jetzt auch wieder. So. Und ich glaube, das bewegt sich immer so ein bisschen hin und her. Das glaube ich auch. Geschichte wiederholt sich ja sowieso. Hm. Und das immer. Deshalb. Das glaube ich auch. Ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, ja, in den USA war das in den 70ern so und so ist ja jetzt nicht, denke mir so, boah, wir sind echt immer hinterher. Aber 50 Jahre, Joel, 50 Jahre hinterher, das so, oh. Ich finde aber spannend, weil zum Beispiel im Comedy-Bereich sehe ich, dass die Schweiz plus minus 20 Jahre hinter Deutschland ist und Deutschland plus minus 20 Jahre hinter England und USA. Echt? Ja. Du findest, dass die Schweiz hinterher ist? Ja, also ich meine, ihr hattet Anfang 90er den ersten großen Comedy-Boom und wir hatten Anfang 2010 den ersten großen Comedy-Boom. Krass. Aber natürlich, bei euch hat es sich nochmal weiterentwickelt. Ich meine, das ging jetzt bei uns auch ziemlich schnell, dass dann auf einmal überall Open Mics hast und auf einmal extrem oft auftreten kannst, wenn du willst. Das war aber vor 8 Jahren noch nicht. Echt? Gibt es hier viele Open Mics? Ja, mittlerweile schon. Ja. Also Zürich hast du mittlerweile die halbe Langstraße. Die irgendwie. Echt? Ja. Mal diesen Abend da. Viel Englisch. Englisch gab es natürlich okay, auch lange nicht. Ja, toll. Gut, das ich meine, da können wir überall hin, haben wir das. Ne? Ja, aber gab es auch noch nicht vor ja, 10 Jahren. Ist auch so. Geil. Ja. Ist auch geil. Aber also trotzdem. Früher gab es in der Schweiz gab's so einen englisch sprechenden Comedy-Club, so richtig, bezahlt. Und da kamen wirklich internationale Acts. Früher hieß es Funny Laundry und dann International Comedy Club. Aber jetzt gibt es auch englische Open Mics, eine riesen englisch sprechende Szene und so. Das gab es auch nicht.
Also die Schweiz entwickelt sich gerade immer mehr in Richtung Comedy. Ja, natürlich. Aber also auch Deutschland. Ihr seid ja für mich so ein Paradebeispiel von etwas machen, was es davor noch nicht gab. So, auf was haben wir Bock eigentlich? Worauf haben wir Bock? Hm? Gibt's nicht. Also machen wir es. Also machen wir es, genau. Ja. Und ihr habt ja in der Shisha-Bar angefangen, ne? Rebell Comedy hat in der Shisha-Bar angefangen. Ja. Ja, das stimmt. Vor 50 Leuten ungefähr. Ja. Ja. Und jetzt, Corona. Jetzt ist Corona. Nee. Wie bei allem. Ja. Aber ich habe vor Corona, hab ich euch noch gesehen in der Samsung Hall. In der Samsung Hall, ja. Und das war ja noch eher eine kleine, verglichen mit dem Rest der Tour. Ja. So, also von 50 auf bis zu 5000. Ich weiß sogar noch, das war das Tourfinale und das war auf der Tour eine der geilsten Shows. Ich finde sowieso, die Schweizer Shows sind auf unseren Touren, ob mit Solo oder mit Rebell, mit die besten Shows. Ja. Weil die Energie der Schweizer im Publikum einfach extrem ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es daher rührt, dass wir aus Deutschland kommen und deshalb so weit entfernt sind quasi, also dass es so ein weites Ding ist, so die kommen von Deutschland hier rüber, machen. Ja, das ist eine Seltenheit. Ich glaube, dass es auch damit zu tun hat. Aber wirklich, das Schweizer Publikum ist eines meiner Liebsten, was die Energie angeht. Ja. Also in Basel zum Beispiel weiß ich noch, dass die waren krass, in Zürich sowieso, aber es gab eine Stadt, da waren wir mal mit Rebell. Und es war, jetzt muss ich überlegen, es war, ich glaube, die Location hieß irgendwas mit Universum oder Metro, irgendwie sowas. Boah. Ich komme noch drauf. Ja. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war St. Gallen. Aber ich bin mir nicht sicher. Was gibt's in St. Gallen? Ich glaube, es war aber St. Gallen. Gut, da kenne ich nur die kleinen Locations. Ja, wir sind halt groß. Genau. Wir sind halt aus Deutschland. Das darfst du nicht vergessen, Joel. Ich habe bei dir Support gespielt. In der Schweiz. Genau, in der Schweiz. Aber. Das ist mein Level. Aber, warte, hast du bei mir in Zürich oder in Basel? In beiden. Beide. Ja, aber okay, guck mal, das Theater in Basel, wo ich aufgetreten bin, da verkaufst du mehrfach aus. Wenn nicht Corona ist. Wenn nicht Corona ist, genau. Ja, aber da habe ich auch angefangen. Das ist halt wirklich Homebase. So. Ich hab da gestruggelt, das auszuverkaufen. So, das war so. Dann hast du Werbung gemacht und die Leute haben gesagt, ja, okay, jetzt komm. aber war geile Stimmung, das stimmt. War richtig geile Stimmung. Wirklich, die Schweizer sind krass. Ja. Ich freue mich auch immer wieder, hier spielen zu können. Ich war vor ein paar Wochen hier und später treten wir wieder zusammen auf. Ja. Und ich freue mich, ich hoffe, dass mehr Shows kommen. Also mit anderen Worten, lad mich mal öfter ein, Joel. Was soll das, Mann? Ich hab dich schon so oft eingeladen. Kruzifix, ey. Du hast dir mal überlegt, im Balz in Basel sogar vielleicht eine Aufzeichnung zu machen. Ja, weil die Stimmung war krass. Ja. Die Stimmung war krass. Weil das ist halt das quasi wie unsere Shisha-Bar. Das war eigentlich unser Beispiel von, ich bin da mal besoffen reingelaufen und hab gesagt, boah, das ist der Comedy-Club, den ich immer wollte. So. Und dann haben wir das hochgezogen. Hammer. Und weil eben der Raum stimmt, die Energie stimmt, so, und also wir werden weiterhin dort Solos veranstalten, also komm mal. Sehr, sehr gern. So, damit wir den Business Talk auch noch hatten. Genau, das haben wir dann auch hinter uns. Kauft Tickets für die Show, die noch nicht stattfindet, und wir sehen uns da. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass hier Comedy immer größer wird. Und man hört ja von immer mehr Comedians, die von hier auch rüberkommen nach Deutschland. Ja. Zu uns. Ja. und dann irgendwie in Köln ein paar Tage unterwegs sind oder in Berlin eine Woche spielen und so. Ich finde das Hammer. Ja. Und wer gerade zuhört und sich denkt, ich habe mal Bock, Comedy zu machen, ey, trau dich einfach. Mach einfach. Es macht Bock. Es war noch nie so einfach. Weil eben, früher, das war meine Erfahrung und ich denke auch eure, wenn ihr in der Shisha-Bar angefangen habt, früher war es so, ich habe einen Traum, den es eigentlich gar nicht auf Papier irgendwo gibt, der ist gar nicht realisierbar, es gibt keinen ersichtlichen Weg, wie man dorthin kommt. Mhm. Ich wollte es einfach machen, aber ich hatte keine Ahnung und
dann versuchst du halt irgendwie. Ne? Und das war bei euch, glaube ich, dasselbe, weil ihr habt irgendwie, keine Ahnung, ihr habt auch Comedy geliebt und wolltet das machen und habt gesagt, ja, wo kann man auftreten? Machen wir es hier. Ja, dann schaffst du dir halt selber deine Plattform. Genau. Genauso wie diese Typen ihre Plattform haben, wo die disliken können. Ja, genau. Haben wir dann gesagt, wir machen unsere Plattform, wo wir auftreten können. Ja. Ja. Und dann, und auch dieser Weg, dieser übliche Weg, von dem viele immer erzählt haben, du musst erst da auftreten, dann wirst du da gebucht und dann, also das sind so also fast alle diese Shows haben wir übersprungen, sind an all denen vorbeigezogen und die sind gar nicht nötig. Also du kannst heutzutage mit deiner eigenen Show, auch wenn dich kein Mensch kennt, kannst du mit deiner eigenen Show, wenn du das Video aufzeichnest und hochlädst, zum Comedy-Star werden. Mhm. Also du kannst total bekannt werden, weil du kannst einfach auf Social Media breittreten. Ja. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, alles Mögliche. Meta. Meta? Ja, es ist nicht mehr Facebook, es ist jetzt Meta. Wie Meta? Das heißt jetzt Meta. Wo? Facebook. Wird umbenannt. Seit wann? Guck mal, Christoph. Irgendwie war jetzt gerade groß News. Ich weiß nicht, ob wir was zeigen dürfen, sonst wird wahrscheinlich unser Channel wieder deleted. Aber ja, Facebook heißt bald Meta. Das die Metaverse, Meta-Universe, irgend sowas. Wer hat denn das entschieden? Ja, wer wohl? Da die Zucker? Der Echsenmann, ja. Echt? Ja. Krass. Nee, aber um kurz darauf zurückzukommen, ich glaube auch, mittlerweile ist fast das Problem, dass wie so ein ganz klarer Weg eben gedacht ist. Habe ich auch schon gesehen bei Paaren, die so gesagt haben, ja, ich muss dann zuerst da auftreten, dann muss ich dorthin und dann kann ich das machen. Nee, es ist für jede und jeden anders. So. Absolut. Wirklich, okay. Es ist eine Meta könnte die böseste Erfindung aller Zeiten werden. Achso, Experte. Ich dachte schon, Zuckerberg hat es gesagt. Es klingt wie Science Fiction. Baut ein Metaverse, eine komplexe virtuelle Realität, ja. Nachfolger des mobilen Internets. Ja. Das ist. Guck, natürlich, die Reaktionen im Netz sind vernichtend. Was sonst? Das Metaverse. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ja. Im Metaverse. Ja, siehst du? Ja, aber nochmal, um alle zu motivieren, einfach machen und einfach loslegen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber das Ding ist wirklich, die sehr viele haben immer gesagt, du musst erst dahin und dann dahin, dann dahin. Das ist ja, das wäre ja schon genug. Das wäre schon fatales Denken, wenn man denkt, okay, das. Und dann kommt noch ein weiterer Schritt oder noch ein weiterer Fehler hinzu, den viele machen, die gerade anfangen. Der erste Manager, der auf die zukommt, bei dem unterschreiben die einfach. Ja. Die sind dann direkt unter Vertrag. Ja. Ja, ja. Und dann, egal wer mit dir zusammenarbeiten will, ist so, ja, muss erst mit dem. Ja. Und der winkt dann so 70% der Sachen ab. Das sage ich auch immer. Leuten, die anfangen, sage ich immer, die ersten 2-3 Jahre, unterschreib nichts. Alles selber machen. Mach selber, weil die Kontakte sind so direkt und es ist auch in einer überschaubaren Größe, wenn ich Bock habe, sie oder ihn zu buchen, dann schreibe ich kurz eine WhatsApp und sage, kommst du vorbei, so und so viel Geld, so viele Minuten, ja, läuft. Was? Ich brauch keinen Vertrag, ich brauche da nichts, noch 5-mal hin und her schreiben. Läuft. Das war's. So, und wenn es dann mit der Zeit größer wird und es darum geht, wirklich eine Tour zu planen und so, dann braucht man jemanden, ja. Aber dann kannst du aber auch outsourcen und dann sagen, hier, genau. Ich hole dich rein, organisiere das. Ja, yeah. Spezifisch dir, dafür. Genau, ich sag dir, wo es lang geht, mach das. Ja, ja, ja. Aber für... Das ist aber auch in Deutschland noch mal krasser. In Deutschland hast du natürlich noch mal größere Buden und Firmen, die dann sagen, hey, das ist der Schlachtplan, den wir mit dir haben. Und aber das zieht keiner durch. Die kommen ja so, die kommen ja alle so und sagen, guck mal, ne, wir sind Management X so und wir haben das und das mit dir vor. Wir machen dich zu dem nächsten... So und so. So und so. Yeah. Ja? Ja. Und dann wird dir alles versprochen. Und dann machen die gar nichts. Also doch, sie machen es mit 30. Und mit einem oder einer klappt es vielleicht. So, das ist ja nicht ein Zahlenspiel. Nein, warte mal, den Schlachtplan
Businessplan ausführen. Ach so, nee, das meine ich. Das nicht. Nee. Sondern die sagen das jedem. Eben, das meine ich. Die sagen aber, das 30 Menschen so. Genau, aber der schon vorher quasi den Durchbruch hatte, auf den konzentrieren die sich dann am meisten. Ja. Weil bei ihm läuft das sowieso. Und dann können die sich aber damit brüsten und sagen zu den anderen 29, guck mal, den haben wir gemacht. Ja. Obwohl er der Einzige ist, der das selber gemacht hat. Ja. Aber zu den anderen sagen die, wir machen einen Schlachtplan und dann machen wir dich zum nächsten den. Ja. Und wir können, überall wo der ist, da buchen wir dich auch rein. Und so, das sind ja die ganzen Sachen, die einem erzählt werden. Genau. Das heißt Bullshit. Das passiert ja nicht. Was passiert? Diese anderen 29 treten irgendwo auf und treffen niemanden wie dich. Ja. Treten mit dir auf. Und dann findest du den cool und sagst zu dem, hey, tritt doch mal bei mir auf. Ja. Und dann sagt er, ja klar. Und dann meldet sein Management sich bei dir. Ja. Und sagt, ja, du wolltest ja den buchen. Wir regeln das jetzt. Und dann bekommen die was dafür. Ja. Und das Gleiche passiert dann auf deiner Veranstaltung. Der Typ, den du gebucht hast, oder sie, trifft dann einen anderen Comedian, der sagt auch, hey, ich finde dich cool, komm, ich buche dich. Und das macht dann wieder das Management. Ja. Das heißt, all die Sachen hätte er eigentlich alle selber machen können. Ja. Und das passiert die ganze Zeit, diese Armen. Ja, es ist mir, also ist mir auch passiert, aber das, man braucht zum Teil auch ein paar Jahre, um zu merken, aha, das eben, was man sich selber aufbaut, das kann man vielleicht auch selber behalten. Mhm. Was andere aufbauen, da sollen die was davon haben. Genau. So. Und da braucht es sicher ein paar Jahre, bis man eine richtige Struktur hat. Ja. Weil das ist ja das Krasse. Wenn man anfängt, eben zum Beispiel kleine Bar, 50 Leute, dann geht es ja nur mal darum, dass man überhaupt auftreten kann. So, und dann geht es ein paar Monate und dann auf einmal, shit, was mache ich jetzt? Und auf einmal verdient man sogar ein bisschen Geld und dann, oh, das muss ich aber wahrscheinlich wieder investieren, weil irgendwann möchte ich ja vielleicht Fotos haben. Ich und einen Podcast. Ein Plakat haben, ein Podcast. Geiles, und viel good Neonlicht. Neon. Das kostet auch. Ja, ja klar. Und dann musst du dich drum kümmern. Genau, oder? Und da musst du dich irgendwie zurechtfinden in der ganzen Welt. Ja. So. Wie viele Angebote hast du abgelehnt von so eben so Managements und was weiß ich? Hast du das von Anfang an gecheckt? Also wir waren ja von Anfang an in einem Management, weil Rebell Comedy ja quasi ein eigenes Management auch hatte, beziehungsweise ist. Ja, also ihr habt das selber aufgebaut. Ja. Ja. Ne, also selber mit Partnern. Genau. Ne, und das war dann damals zum Beispiel mit Streetlife International, Rebell Comedy und Streetlife International. Und da haben die sich halt um alles gekümmert. Aber das war dann, jeder von uns war im Aufbau. Und da waren wir halt so gerade frisch im Kommen. Aber das war kein übliches Comedy-Management. Es war nicht eine Comedy Agentur, die dann kommt und sagt, hey, wir machen aus dir den Großen so und so, yeah, sondern ey, wir kümmern uns um alles, aber ihr regelt das schon selber. So, yeah, ne? Also wir müssen schon arbeiten und uns groß machen und nicht, also das, was ja an diesen Agenturen so schlimm ist ja, dass die einem versprechen, dass die einen groß machen, yeah, und als hätten die das Rezept für Erfolg in der Szene. Mhm. Erstmal musst du dich so verkleiden und dann red doch ein bisschen mehr über Politik. Weißt du was? Erzähl fast nur was über deine Arbeit. Du arbeitest doch in dem Supermarkt XY. Red doch darüber. Yeah. Ja. Hast du nicht mal in einem Altersheim gearbeitet? Ich glaube, du solltest nur darüber reden. Das genau. Ist und dann, das Ding. Und dann kommt Programm Alterspflege 2.0 oder was weiß genau. Ich. Ja? Genau. Aber das ist eben das sehr deutsch. Also das sehe ich am meisten in Deutschland. Genau. Weil es eigentlich ist Comedy in Deutschland ist mittlerweile ein Pop-Business. Also wirklich einfach so, man sucht eine Figur, die es irgendwie noch nicht gibt, versucht die dahin zu kriegen. Und dieses Special Interesting, das funktioniert dann ja auch. Ja. Also weil du hast ja Hundetrainer und Arzt und Reiseführer und ja. Oh Mann, ich muss aber es ist so. Es ist so. Und das gibt es zum Glück in der Schweiz
ich sage jetzt mal, noch nicht. Weil es wird irgendwann kommen, weil, ja, weil wir sind 20 Jahre hinterher. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt vergleiche, Deutschland, so 90er geht's los und dann hast du wirklich einfach ein paar Menschen, die erfolgreich werden. Und die sind halt einfach erfolgreich, weil die waren, die gehörten zu den Ersten und die waren auch super gut und super lustig. Und da war es aber noch nicht spezialisiert auf, ich mache nur diese Themen oder ich bin spezifisch, keine Ahnung, in diesem Berufsfeld. Ja. Sondern das waren dann einfach die Namen, die kannte man. Mhm. Dann aber wird es auf einmal eng, weil wollen noch mal 20 weitere Namen dazukommen, 30 weitere Namen. Nee, muss man ein bisschen spezialisieren. Und ich glaube, in der Schweiz passiert das wahrscheinlich in den nächsten Jahren, dass du halt jetzt ein paar Namen hast, die sind wirklich groß geworden oder sind immer noch dran, groß zu werden. Einfach, weil die früh dabei waren und mit dem ganzen Comedy-Boom bekannter wurden. Und dann irgendwann wird's, ich sage jetzt mal, eng. Und dann kommt auf einmal, hey, mach doch ein bisschen mehr. Dann kommt dieser Druck. Genau, mach doch ein bisschen mehr. Du musst dich ein bisschen mehr positionieren. Wie wär's? Mach doch mal den Bauer, ja? Genau. Mach doch mal das. Sei doch mal der Kommandeur. Ja, wir tun jetzt so, als wärst du aus der Bundeswehr oder vom Heer, ja, und du bist da ausgetreten, um Comedy zu machen, um deinen Traum zu verwirklichen. Und red doch mal die ganze Zeit nur so! Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber also heute treten wir mit übrigens mit Bademeister Schalupke. Schalupke! Ja, boah, mit dem bin ich mal vor, ich glaube, 7 Jahren oder so aufgetreten. Siehst du? Das gibt's auch nicht in der Schweiz. Da kannst du nicht sagen, ich bin mal vor 7 Jahren. Sondern vor 7 Wochen. Das ist ja vielleicht das längste. Das stimmt, ne? Und bei euch ist alles so 70 Kilometer entfernt. Genau. Das ist so, ja, das war dann 480 Kilometer entfernt von mir zu Hause und ich war immer noch in Deutschland. So, ne? aber bei euch ist das auch noch nicht so berufsspezifisch. Also so der Comedian, der an der Kasse arbeitet, genau, oder im Callcenter arbeitet, weil ihr seid ja. Weil ihr Schweizer seid, ihr seid ja eh alle reich und ihr habt ja gar nicht so billige Berufe. Ne? Ihr seid einfach Schweizer, die Comedy machen. Ich meine, das sagt ja schon alles. Ja, nach dem ersten Auftritt und schon alle Jobs an Nagel. Genau. ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das wird sich auch irgendwann dahin entwickeln, dass die dann sagen, okay, gut, du musst dich ein bisschen mehr spezialisieren. Warum? Ja, weil den blonden Schweizer Comedian, den haben wir schon, das ist der Joel. Und den Schweizer Comedian, der nach Deutschland gegangen ist, den haben wir auch. Das ist der Alain. Yeah. Und er kommt ab und zu wieder. Und dann haben wir den. Deshalb verstehe ich das, was du sagst. Ja, das ja wahrscheinlich schon. Aber ich glaube eben, die Schweiz ist trotzdem zu klein, dass du überhaupt in so Segmenten arbeiten kannst. Weißt Wie viele Einwohner habt ihr eigentlich? Also ich denke, nee. Wir haben, genau, in der Schweiz an sich sind es 8. Ja. Okay. Aber was viele vergessen, ist die Deutschschweiz, wie wir sie nennen. Ja. Bei der effektiv hauptsächlich Schweizerdeutsch gesprochen wird. Es gibt noch den französischen Teil, den italienischen Teil. Das sind etwa 5,2 Millionen. Ja, weil das nämlich... Und das ist überhaupt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auftrete, spreche ich ja Dialekt, Baseldeutsch. Das heißt, ich habe nur ein Feld von potenziell 5,2 Millionen. Ja. Und das ist natürlich fast... Was sind das, irgendwie 16 Mal weniger, 17 Mal weniger als Deutschland. Ja. Aber eure Währung ist stärker. Ja, ja, klar. Das? Deshalb immer, wenn ich in Deutschland auftrete, dann kommen alle Comedians und sagen, boah, die Schweiz ist so schön. Ich würde ja so gerne wieder mal in der Schweiz spielen. Das ist so ein tolles Land. Und ich sehe nur Dollarzeichen in den Augen. Frankenzeichen. Ja. Es gibt kein Zeichen für Franken, was ist ja schön. Echt? Ja. CHF einfach. Genau. Oder? Einfach CHF. Das ist einfach, um richtig schon zu zeigen, woher die Währung ist. Ja. Okay, aber darüber hinaus kannst du in den anderen Ländern auch noch spielen. Ja, muss aber tatsächlich ein komplett anderes Set spielen. Also als ich das erste Mal in Deutschland gespielt habe, habe ich gemerkt, einerseits, klar, alles, was irgendwie lokal, das denkst du gar nicht. Du denkst, ich mache ja gar nicht so viel Schweizer Material. Aber du merkst dann auf einmal, ach so, es sind so Details wie, keine Ahnung, eine Telefonnummer hat ein paar Ziffern weniger, eine Postleitzahl hat ein paar Ziffern weniger, Bus,
Tram und so, das funktioniert alles ein bisschen anders. Dann merkst du, das kann ich schon direkt mal nicht übersetzen. Ne? Ja. Und deshalb habe ich gemerkt, ich muss eigentlich das Material muss ich eigentlich neu schreiben. Ich habe das auch gemerkt, als ich hier aufgetreten bin mit meinem Solo, dass da auch so ein paar Sachen waren, die musste ich vorher erfragen. Ja. Wie das weiß ich noch, zum Beispiel, wie heißen bei euch die Strafzettel verteilen an den Autos und so, ne? Also wie heißt das Ordnungsamt hier? Yeah. Welches eure rechtsradikale Partei und sowas? Weil ich rede ja über Deutschland und dann wusste ich so, okay, gut. Aber ihr wisst auch sehr viel über Deutschland. Das heißt, viele Sachen brauche ich gar nicht unbedingt übersetzen. Wenn ich sage AfD, dann weiß eigentlich jeder Schweizer. Ja, hat man ein bisschen mitgekriegt. Genau, hat man mal mitbekommen, dass das so korrekte Leute sind. Und korrekt. Korrekt. Ja. Aber umgekehrt, ja, verstehe ich. Wenn du dann rüberkommst und du sagst ja AD, dann sage ich ja. Klar. Ja, also, aber das hatte ich schon in der Schweiz mit einzelnen Sachen, die wir zum Beispiel spezifisch in Basel sagen. Das merkst du aber erst, wenn du zum ersten Mal in St. Gallen spielst und bei der Knallerpointe einfach alle dich nur so angucken. Echt? Ja, und dann denkst du, oh, was war's, was war's? Und dann kommt einer und sagt, ey, was hast du da erzählt eigentlich? Was ist denn das? Und ich so, ja, also auf Baseldeutsch Buschi. Das ist ein Baby. Ach so, jetzt verstehe ich's. Ach so. Ach krass. Ja, das gibt auch schon im Kleinen gibt's solche Sachen. Ah, ja. Okay. Ja, ja. Und da habe ich zum Beispiel, Schulte Loh hat mir mal gesagt, in Deutschland sagt man auch nicht aufs Mal, sondern man sagt auf einmal. Also es ist ein bisschen dialektmäßig. Und ich habe das in einem Satz, hatte ich das drin. Ja, man macht ja nicht aufs Mal so und so. Und hat er gesagt, aber lass das drin, das ist lustig. Das zeigt, dass du Schweizer bist. Das finde ich gut. Mhm. Also erstmal Christian Schulte-Loh, sehr cooler Typ. Weltklasse. Ich mag den. Weltklasse. Sehr, super Typ. Ja. Schuhgröße 102, aber stark. Aufs Mal, das klingt, das. Ich habe echt, als du es gerade gesagt hast, dachte ich, das heißt aufs Maul. Siehst du? So, also aufs Maul. Ja. Nee, auf einmal. Auf einmal. Ja. War das gut. Ja, deshalb, das ist natürlich geil, aber wegen so Nischen und was weiß ich, meine ersten, ich sage jetzt mal, anderthalb, zwei Jahre in Deutschland, haben alle immer gesagt, mach Schweizer Akzent. Man muss hören, dass du Schweizer bist. Mach den Schweizer Akzent so. Und da limitierst du dich ja. Elends. Also dann bist du ja wirklich. Schrott. Na, eben, aber jeder hat das Gefühl, das ist die richtige Lösung. Weil eben, das gibt's noch nicht. Weißt du, so richtig, richtig Schweizer Akzent und so. Und einer hat mal gesagt, hey, du bist ja gar nicht Schweizer. Du behauptest das nur, damit du noch eine Nische gefunden hast. Ich so, nee, es gibt ja schon einen. Der ist bei Rebell, der ist mit euch. Aber der redet Deutsch. Ja, mittlerweile, ja. Der kann nicht mehr Schweizerdeutsch. Genau, der sagt, der hat jetzt Probleme, wenn er auf Schweizerdeutsch auftreten will, hat er Probleme. Ja, aber das, wenn du nach Deutschland kommst und jemand sagt zu dir, mach doch den Schweizer oder red doch auf Schweizerdeutsch, dann ist das für mich gerade gleichgestellt, wie wenn jemand, der aussieht wie ich, also wenn jemand, der aussieht wie ich, empfohlen wird, so einen türkischen Akzent einzubauen. Ja. Yeah. Das ist so das Gleiche. Ja, yeah, ja. Yeah. So, ja, spiel doch mal den Türken oder spiel doch mal den Marokkaner. Tu doch mal so, als würdest du nicht so gut Deutsch sprechen. Ja. Yeah. Das ist gleich. Absolut. Und wie hast du dich da gefühlt? Warst du da verletzt? Willst du drüber reden? Also, nee, warst du traurig? Wolltest du zurück in deine Heimat? Ja, ich wollte die paar Kilometer wollte ich wieder zurück. Du bist dann gelaufen, ne? Von, wie heißt aber die Stadt? Lörrach. Lörrach, genau. Von Weil am Rhein. Direkt bin ich dem Rhein entlang gelaufen, bis nach Basel. Du bist übers Ufer geschwommen. Ne? Ja! Aber krass. Ja. Echt, das machen die sogar mit dir. Ja, natürlich. Also eben, sobald es irgendwas gibt, ne? Kommen die darauf und sagen, ja, das muss sein. Das kriegst du aus dem Deutschen nicht raus. Ne? Das kriegst du aus einem Deutschen nicht raus. Ne? Also so bleibt. Sogar beim Schweizer wird so
come on, man, du bist Ausländer. Ja. So, das hat, mach uns nichts vor, ja. Hat dir das auch so, irgend so ein Manager-Typ oder sowas gesagt? Sag, hey, mach mal. Ja, wir sollten. Mach mal ausländischen doch, Akzent. Genau, wir sollten auch ein bisschen mehr so oder es sollte mehr. Es sollten mehr Shishas im Bild zu sehen sein, wenn ihr eine Aufzeichnung macht und so. Also das ist, na klar, das gibt's schon. Ja. Yeah. Ja, oder erzähl mehr Sachen mit Akzent und sowas. Ja, ja, das gibt's schon. Aber juckt ja nicht. Ich meine, wenn das in der Geschichte, die du erzählst, relevant ist, yeah, weil du gerade von einer alten schweizerischen Dame erzählst, die nicht anders spricht als so. Dann passt es, ja. Dann passt es. Genau. Aber dass du dich so darstellst, als würdest du die ganze Zeit so reden. Ja. Yeah. Das passt ja dann nicht. Aber wir müssen uns einigen, du bist halt ein Ausländer. Also für uns. Ja, klar. Deutsche. Ja, klar. Also ich möchte nochmal betonen, für uns. Ja. Deutsche. Du bist ja für mich ein Deutscher. Ja? Ich will. Habt ihr das gehört? Also, liebe Frau Merkel, der Schweizer hat es gesagt. Und wir haben es alle gehört. Ich bin Deutscher. Danke. Ich kann ihn leider nicht bezahlen. Er ist Schweizer für das, was er gerade gesagt hat. Aber ich bin sehr dankbar. Boah, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich fühle mich gut. Das ist schon mal gut. Feel good. Weil, also ich habe heute auch, ich habe dich ja am Flughafen geholt, mhm, und ich habe mich super gefühlt, weil irgendwie, ich war schon so lange nicht mehr an einem Flughafen und vor allem nicht bei der Ankunft. Das sind so schöne Szenen. Du siehst eigentlich, du musst eine Viertelstunde dort stehen und es geht dir besser, weil du siehst nur freudige Begegnungen. Irgendwie Vater sieht Kind wieder und das Paar und Freundschaften und super geil. Und dann du und ich. Hey, genau, ich habe mich auch gefreut, als ich dich da stehen gesehen habe. Ich bin so durch diese Zolltür raus. Ja, yeah. Erstmal war ich so, oh, zum Glück werde ich nicht kontrolliert, yeah, ne? Weil ich musste dir ja was mitbringen, so aus Deutschland. Ne, von Aachen, ne, nah an der holländischen Grenze und so. Ne? Genau, ich musste dir, was, ihr habt doch viel besser, egal, auf jeden Fall. Und ich komme so durch, also die Tür geht so auf, diese Schiebetür und ich sehe dich, yeah, und ich so, boah, cool, der holt mich hier drin ab. Weil ich kenne das nur, dass meine Freunde oder meine Verwandten mich vor der Tür abholen. Das, ja, heißt, die stehen draußen mit dem Auto. Mit dem Auto, Motor noch an. Genau, Motor noch an. Ich hab Ticket schon bezahlt, lass uns los. So, oder dieses Ticket ist so 10 Minuten frei. Eben. Du darfst 10 Minuten, genau, frei halten und dann so schnell. Nach 10 Minuten, so nach 9:30 fahren die dann raus, drehen eine Riesenrunde von 70 Kilometern, um nochmal wieder reinfahren zu können, weißt du? So ist das. Und auf einmal stehst du da. Dann habe ich so gemerkt, ich so, Schweizer, erstens, ihr seid anders. Und zweitens habe ich direkt in meine Familiengruppe geschrieben, so, hey, warum macht ihr das nicht auch? Warum seid ihr nicht so herzlich? Das sind 20 Meter. Gut, und natürlich Parkinggebühren von einem halben Flugticket. Genau, das war, wir sind ja rausgegangen und du meinst ja noch, und was schätzt du, wie viel? Und ich so, also für alle, ne, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich schätze mal, es sind 4 Franken. Und auf einmal waren es 10. Mhm. Wie lange standest du da? Viertelstunde? Ich habe es gelesen. 0 bis 15 Minuten sind 5 Franken. Ja. Bis 30, 10. Und dann geht es, glaube ich, auf 20 oder 15, 20. 180 so. Franken. Ja, genau. Ja, das ist krass. Aber das Krasse wirklich, zum Beispiel Zürich, habe ich mal gehört, ich muss mal schauen, ob das wirklich so stimmt, da bezahlst du dann für eine Woche bezahlst du nicht so viel. Also zum Beispiel, wenn du mit dem Auto zum Flughafen gehst, also fährst und dann eine Woche weg bist, dann kannst du dein Auto eigentlich besser dastehen lassen. Sonst kommt dir fast günstiger als Taxi oder Uber oder was weiß ich. Am besten ist natürlich ÖV, immer. Öffentlicher Verkehr. Ne? Ah, okay. Ja. Sagt ihr das auch nicht, ÖV? Doch, wie sagen die Öffis? Also die Öffis? Zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. Oder die Öffentlichen. Oder die Öffentlichen. Die Öffentlichen. Ja. Das hört sich, immer, in Deutschland hört sich alles immer halt noch ein bisschen korrekter an, die Öffentlichen. Ja, ja. Oder Bus und Bahn, kannst du auch sagen. Ja. Mit Bus und Bahn. Bus und Bahn, aber ja, da ist ja Straßenbahn auch drin. Aber ja, der Flughafen ist weit entfernt von eurer Innenstadt, oder? Also jetzt in Zürich, meinst ja. du? Ja. Basel ist näher. Ja. Ja, weil du gerade das gesagt hast. Genau, in Basel bin ich sogar mal mit dem Bus vom Flughafen in die Stadt gefahren. Genau, das geht eine Viertelstunde.
Das ist geil. Das weiß ich noch. Der Flughafen heißt ja Basel, Mülus, Freiburg. Genau. Und nach Freiburg hast du einfach noch eine fucking Stunde. Und dieser Flughafen, ich bin da mal falsch rausgegangen. Da warst du in französischer Seite. Dann war ich in Frankreich. Ja. Da war gut. Ich war kurz in Frankreich. Und dann wieder zurück. Ich gehe so raus und ich so, ich muss doch zu einem Bus. Ich weiß noch, ich glaube, da war ich sogar bei dir. Ja. Da hatte ich so ein Blatt und da stand dann drauf, wo ich raus soll. Und hier, du musst da und da, also das hat mir das Management mir dann geschickt, dann habe ich es ausgenommen. Da stand da und da den Bus nehmen und rüberfahren. Und ich bin dann falsch draußen gewesen. Und dann habe ich irgendjemanden gefragt, hey, wo ist denn der Bus? Und dann so, oh, no compris, s'il vous plaît, bla. Und dann sagt er, Baguette? Genau, das, ne, Croissant, Froschenkel, so. Und dann der so da hinten. Und ich so, okay, und dann bin ich so rumgegangen. Und auf einmal war ich in der Schweiz. Das war sehr interessant. Ja. Dann habe ich den Bus genommen. Der war, glaube ich, sogar umsonst. Oder ich hatte ein Ticket von euch. Das kann auch sein. Sagen wir mal so. Sagen wir mal. Tun jetzt mal so. Und dann bin ich am Bahnhof angekommen. Und das waren die Zeiten. Da habe ich dich, glaube ich, abgeholt. Das kann sein. Ja. Aber ich weiß noch, das waren die Zeiten, wo du, wenn du in Deutschland, also ich weiß nicht, ob das immer noch bei allen so ist, aber da zählte Schweizer Daten-Roaming. Beziehungsweise, überall, wenn du überall in Europa Internet hast, in der Schweiz nicht. Ja. Da zahlst du nochmal extra drauf. Und umgekehrt auch, Schweiz hatte lange nicht unlimitiert irgendwie, ja. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Also wenn ich in der Schweiz bin, dann ist das Gleiche, wie wenn ich in Belgien wäre. Also Ausland, aber ich zahle das Gleiche wie in Deutschland. Fürs Internet, fürs Telefonieren. Ja. So, das habe ich immer. Also das habe ich jetzt. Zu der Zeit weiß ich aber noch, ich kam am Bahnhof an und auf einmal zeigt mein Handy mir WLAN an. Und das war krass, weil WLAN am Bahnhof, das gab es bei uns nicht. Also nicht im Zug, nicht am Bahnhof, gar nichts. Ja. Und dann bin ich einmal auch mit dem Zug gefahren. Wie heißt das hier bei euch? SFF oder so? Wie heißen eure Bahnen hier oder eure? Also SBB. SBB, das ist bei euch, ne? Ja. Und dann auf Französisch SNCF. SNCF. Das meinst du wahrscheinlich. SBB, das, SNCF. Das kann sein. Ja. Und wenn ich damit gefahren, dann war sogar im Zug WLAN. Ja, weil in Deutschland heißt es immer, man hat WLAN und man kann sich verbinden, aber man hat dann trotzdem keine Verbindung. So. Mittlerweile ja. Nein, also nein, bis vor ein paar Jahren, ich glaube bis vor 2 Jahren oder 3 Jahren maximal, da hattest du in Deutschland, konntest du dann reingehen ins Internet, aber du warst dann nur auf der DB-Seite. Du konntest dann nur da drin was machen. Wenn du woanders surfen wolltest oder WhatsApp nutzen wolltest oder so, dann musstest du Internet kaufen. Ach so, ja. Und da, jetzt mittlerweile hat sich das auch geändert. Jetzt bist du da drin, gehst drauf, klickst irgendwas und dann bist du im Internet. Mhm. Ganz normal. Ja. Aber ihr hattet das schon lange. Und ich weiß noch, das war damals für mich so eine... Es war so, die Schweiz war schön. Und dann wollte ich mir, glaube ich, eine Fanta am Bahnhof kaufen. Ja, und dann war es nicht mehr schön. Und dann war es nicht mehr schön. Ja. Und dann bin ich, ich glaube, sogar zu Fuß zum Balz. Ja, ist nicht weit vom Bahnhof. Genau, es war nicht so weit. Ich weiß nicht, ich bin so zu Fuß mit meinem Rollkoffer gegangen. Und da hatte ich, da war ich nicht im Hotel, sondern in so einem Airbnb-Ding. Ja, überhalb vom Balz. Genau. Das gab es damals. Das war cool. Ja. Das war richtig mit cool. Mit dem Pool auf dem Dach. Genau, das. Boah, das war richtig cool. Und du machst jetzt deine letzte Show im Balz? Ja, also die Mixed machen wir jetzt, hören wir jetzt auf. Ja. Warum? Ja, weil ich habe es jetzt 8 Jahre gemacht. Und damals war eben, das war das Ziel, wie bei euch auch, das Ziel war, es gab keine Auftrittsmöglichkeiten. Und das war dann einerseits für mich das Wichtigste, dass ich irgendwie spielen kann. Ja. Und eben, ich habe diesen Club gesehen, habe gesagt, da will ich das unbedingt machen. Und das Ziel war, Comedy in der Schweiz größer zu machen. So, und ich glaube, mittlerweile ist Comedy deutlich größer als wir. Mhm. Und wir wollten eben auch Auftrittsmöglichkeiten für andere Menschen geben. Und eben mittlerweile kannst du die ganze Woche spielen. Open Mic hier, Open Mic da. Und ich habe damals
in einem Jahr vielleicht 2 oder 3 Mal Solo gespielt und jetzt sind es 30, 40 Mal so. Und dann ist halt der Aufwand schon ziemlich groß. Weil wir haben ja noch nie, wir für uns, wir haben immer geguckt, dass die Künstlerinnen und Künstler was kriegen und so, aber wir für uns haben nie groß was aus der Kasse rausgenommen. Mhm. Und jetzt habe ich wirklich diesen Podcast, ich hab Solo-Tour, andere Projekte, große Mixed-Shows und da merke ich schon, weil ich eben auch zum Beispiel jetzt viel Management selber mache und so, ich bin gut ausgelastet, so, mhm, so tagtäglich. Und wenn man das, also ich meine, die Entscheidung ist ja eh schon gefallen. Ja. Es gibt Nachfolger. Es gibt Nachfolger, ja, die dann da drin was machen. Richtig. Ja, okay. Das ist eine neue Mixed-Show. Also das war mir schon wichtig, weil eben das ist eigentlich doch, genau, doch das Ziel. Genau, das ist weil ich weiß nicht, in Deutschland ist es schon besser verteilt. In der Schweiz hast du eben noch momentan die Phase, du hast jetzt paar Einzelne, die können Solo spielen und verkaufen da Karten. 3. Und momentan. Und dann hast du eine riesen Open-Mic-Szene. Mhm. Und mir ist eigentlich wichtig, dass jetzt so wie so eine Nachfolgegeneration kommt, die sonst den Zwischenschritt auch macht, den wir gemacht haben. Ja. Nämlich eben Mix-Shows organisieren, wo man bei denen man ein bisschen Eintrittsgeld verlangt, somit auch den auftretenden Comedians ein bisschen was gibt. Weil das ist das, was momentan noch fehlt. Mhm. Weil wir haben das jetzt jahrelang gemacht und alle, die das gemacht haben, die meisten haben damit aufgehört, weil es ihnen einfach zu viel jetzt ist, mhm, weil wir an einem anderen Punkt sind. Aber das sollen andere jetzt trotzdem machen, weil sonst hast du so mit der Zeit so eine Riesenschere von ein paar Namen, die können Solo spielen und Open Mic und das war's. Szene, genau. Ja. Und irgendwo dazwischen, eben wie auch zum Beispiel Rebell, ja, mhm, das wurde noch größer und größer und größer und irgendwann musst du sagen, ja, dann können wir nicht 5-mal in der Woche eine Shisha-Bar-Show, genau, organisieren. Aber so, dafür gibt's neue. Genau. Neue. Ja, okay, das ist sehr gut. Ja, ja, die Hauptsache ist, da läuft noch Comedy in dem Laden. Unbedingt. Ja. Eben Solo-Shows buchen wir auch weiterhin. Super. Ja, ja. Da, ja, wären wir dann schon wieder bei dem Thema, yeah, ne, dass ich, yeah, da gebucht werde. Ja, ich freue mich. Und ich freue mich auf heute Abend. Ja, wird auch geil. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Also ich bin schon lange nicht mehr in einem Theater in der Schweiz aufgetreten. Das letzte Mal war 2019 mit Rebell hier. Ja? Ja. Wo war das? Wo war man? In Oh, irgendwo. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, wir sind in Basel und in Zürich aufgetreten. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wo wir... Volkshaus. Ich glaube, ja. Ja. In Zürich habe ich euch mal im Volkshaus gesehen. Ich glaube, Zürich. Ich glaube, ja. Mhm. Ist das so ein großes Theater? Also es ist ein Halbkreis? Das ist eigentlich so ein Konzert... Halbkreis. Das ist eigentlich so ein Konzertraum. Ja, okay, das kann sein. Superschön. Das kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, beim letzten Mal waren wir nicht in der Samsung Hall. Beim nächsten Mal sind wir bald in der Samsung Hall. Ja. Ja. Oder waren wir beim letzten Mal auch in der Samsung? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir demnächst wieder da. Wir sind im März hier. Ah, geil. Soweit ich weiß. Geil. Endlich, ja. Ja? Ich hoffe, dass das nicht wieder verschoben wird. Nee. Weil eigentlich sollte die Show letztes Jahr schon stattfinden. Jetzt findet es statt. Mhm. Das muss man auch immer kommunizieren. Kommuniziere ich auch in diesem Podcast. Ja, sofern man irgendwie kann, ohne Tausende von Franken zu verlieren, findet das Zeug jetzt statt. So, sehr gut. Das ist ganz wichtig. Also, weil sonst kaufen die Menschen ja nie mehr Karten. Die denken immer, ja, wird nochmal verschoben. Die müssen sich auch trauen, ne? Genau. Ja, die müssen sich trauen wieder. Ja, da, was haben wir? Basel, Musical Theater, sehr geil. Musical Zürich, Theater. Samsung Hall. Ja. Boah, aber guck mal an, die Globe Wien Markthalle in Wien, das ist ja riesig, ne? Ja, das ist geil. Die haben das umgebaut. Das ist schön. Also es ist nicht riesig, aber das ist schön groß. Ja. Ja. Das wurde auch umgebaut. Krass. Das sieht echt cool aus mit diesem Feel Good. Ich finde auch. Das sieht Hammer aus. Also jeder, der gerade die Audiodatei hiervon hört, schaut euch das Video an. Das sieht echt gut aus. Und so habe ich es mir vorgestellt. Joel, du siehst gut aus. Hey, gleich. Dein Hemd passt auch zu dem Feel Good. Ich dachte, heute nehme ich extra dieses Hemd. Ja. Das und warum? Ist mein, das, ja, das ist lange mein Auftrittshemd gewesen. Mhm. Manchmal immer noch. Und es ist mein Feelgood-Hemd. Ja, das ist tatsächlich so. Und warum Feelgood? Christian Schulte-Loh. Echt? Ja.
im gleichen Auto, in dem wir jetzt gerade waren, sind wir mal irgendwie von, ich glaube, Basel nach Luzern gefahren. Er mit seinen Knien da. Neben seinem Kopf. Schön auf Kopfhöhe. Ja. Und da haben wir halt eben über Comedy gelabert und so. Und dann hat er gesagt, ja, du bist ja auch so ein Feel-Good-Comedian. Weil ich habe ihn mal in London gesehen, im Comedy Store, im legendären, beim Leicester Square. Und da hat er absolut gekillt. Ne? 20 Minuten, absolut zerstört. Und danach habe ich ihm gesagt, wow, das war super clean. Also ich weiß nicht mal, ob er mal Fuck gesagt hat. Vielleicht zweimal oder so. Aber das ganze Material, es war nichts Düsteres oder Derbes dabei, sondern es waren einfach geile Jokes und Stories, ja, und einfach schön aneinander gekettet und das hat einfach geballert. So, und irgendwie hatten wir es davon und dann hat er gesagt, ja, du bist ja auch so ein Feel-Good Comedian. Also es geht nicht darum, irgendwie Menschen fertig zu machen, es geht nicht irgendwie irgendwie die Gesellschaft zu spalten, sondern es geht eigentlich darum, dass man gemeinsam eine wirklich gute Zeit hat. Und da habe ich so gedacht, ja, stimmt eigentlich. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Da hat sie immer diesen Term im Kopf, feel good. Irgendwann war es dann so, ja. Und ich finde auch eben so, keine Ahnung, es passt zu Neon und ja. Ich finde es gut. Ja, ja und, jetzt und passt du, zum Neon, seit heute. Ja, nee, ich war tatsächlich bei Köstels Maliga, feel good Comedian. Das war beim einen Solo, war das auch natürlich die Idee. Aber ich meine, Neon und Comedy hat ja auch schon immer zusammengepasst. Von Anfang an. Ne? Wie die Backsteinwand. Am Geisten ist ja eigentlich Neon vor der Backsteinwand. Genau. Das war mein Keller. Mein erstes Solo. Da, siehste. Ah. War auch schon so Neon-Dingels. Ja. Ach, geil. Und gib mal Multitalent frei. Und was hast du in London gemacht? Was hast du in London gemacht? Schulte-Loh geschaut. Aber nee, du bist. Ich war mal ein paar Tage. Aha, nein, only feel good comedian. Vielleicht Joel, no. Ah, guck mal hier. Das dritte, ja. Das dritte. Siehst du, das war das allererste Plakat. Ja, da habe ich natürlich volle Kanne, habe ich gesagt. Okay, Neon und Backsteinwand. Krass. Ja. Ja, bei mir ist ja so richtig. Du hattest auch! So zirkusmäßig. Showtime. Genau, war auch so auch, die Lichter. Ja. Genau. Die alte Version von Neon, ne? einzelne Zirkus, Lichter. Genau, einzelne Lichter. Das ist jetzt schon die neue Version von Neon, das ist ja LED. Ach ja, stimmt. Weil das, ja. Sonst wäre es noch ein bisschen teurer gewesen. Ja, krass. Das gibt es gar nicht mehr. Ist ja auch gut, ist besser für die Umwelt. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Das braucht fast null Strom im Gegensatz zu so einem Neonlicht. Das ist, ach, krass. Ja. Ja, guck mal. Da sehen wir es. Geil. Richtig geil. Das war gut. Das, ja. War auch super passend, fand ich, bei dir, der Programmtitel. Weißt du? Ja, weil ich habe dich. Also klar, ich habe dich das erste Mal habe ich dich gesehen bei uns im Balz auftreten. Mhm. So, dann wurde mir aber klar, dass in Deutschland viele dich als hauptsächlich Host von Rebell Comedy kennen. Mhm. Natürlich machst du da einzelne Bits und so, aber du bist viel mehr der Gastgeber. Du musst wirklich die Leute begrüßen. Du musst eben von Anfang an denen eine gute Zeit bescheren. So und lässt immer ein bisschen Platz für die dann noch aufgetreten sind. Ne? Und mit Showtime war dann wirklich so, jetzt komme ich. Genau, so das richtig. Das war die Absicht. Mhm. So dieses, okay, jetzt nach 6 Jahren ist endlich Showtime. Weil ich habe da ja schon 6 Jahre Stand-up gemacht. Und dann war so, okay, 6 Jahre, jetzt ist endlich Showtime. Ja. Yeah. Und deshalb der Titel. Und ich wollte halt auch unbedingt diesen Look mit diesem alten Elvis-Mikro, weißt du, und der Anzug und so. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war geil. Es war eine echt geile Erfahrung. Ja. Ja, das war schön. Du bist aufgetreten. Boah, wie gerne. Ich würde gerne immer wieder meine erste Tour spielen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also immer wieder dieses Erlebnis von das erste Mal auf Tour gehen. Ja.
Das ist, glaube ich, so, weil irgendwann wird es normal. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwann wird es normal, dass man dann sagt, okay, man macht jetzt eine Tour oder so. Aber dieses auf das erste Mal auf Tour gehen, man ist so total aufgeregt und wie läuft das? Und man versucht alles so krass zu machen. Und dann, wenn es vorbei ist, dann ist man auch so ein bisschen, okay, wie geht's jetzt weiter? Weißt du, so dieses, wie will man das jetzt toppen? Ja. Weil ich habe doch mein Bestes gegeben. So. Aber danach merkst du so, okay, es geht immer irgendwie besser und es geht immer irgendwie weiter. So. Aber ich glaube, auch da ist ein großer Unterschied, weil bei dir die erste Tour war halt wirklich eben, du hast schon 6 Jahre Stand-up gemacht, du hattest schon Namen. Das heißt, die erste Tour kann man wirklich sagen, so und jetzt 3 Monate am Stück war es etwa, oder? Zwei Monate am Stück, da gehe ich jetzt auf Tour. Ne? Bei uns ist so, ich bin seit 8 Jahren auf Tour, aber halt immer so, alle 2 Wochen hier mein Gig, da mein Gig. Aber so. Das geht ja auch. Also es genau, geht ja aber es ist nicht so, ich hatte nie das Erlebnis von, boah, die erste Tour, weißt du? Ja, hatte ich stimmt. Nie. Ja, sondern ich hatte mehr so, ja geil, erstes Mal Solo. Überhaupt, das war einer meiner ersten Auftritte. Es waren noch nicht mal Mixed Shows oder was weiß ich. Aber ihr macht, also es gibt viele Comedians, die das ja so machen. Dieses, ich schreibe jetzt mein Programm, das Programm ist fertig und dann biete ich das an und dann kann man mich buchen mit meinem Solo quasi. Genau. Das gibt's ja auch. Yeah. Bei mir war das ja aber so und so will ich das auch in Zukunft weitermachen und das ist ja auch so mehr das Ding wie Rebellentour spielt. Alles back to back, also dieses amerikanische Prinzip. Absolut. Du machst so Werbung nur dafür und dann bist du durchgehend, also Wochen oder Monate lang nur damit unterwegs und danach machst Pause. Ja. Also das danach gibt es immer noch diese Auftritte nebenbei, Gala-Auftritte etc. Mixshows. Und aber die Tour ist wirklich auf ist diesen die Zeitraum. Danach ist sie auch vorbei. Und das habe ich versucht mit eigentlich 2 Programmen. Also eines konnte ich wirklich so durchspielen, eben dieses Feel-Good-Comedian-Ding. Da habe ich gesagt, das spiele ich genau ein Jahr. Also nicht mal ein Jahr, sondern eben eine Saison. Das war Oktober bis März. So, halt mit so ein bisschen Dezember-Januar-Pause. Aber so 2 effektive Tour-Blöcke, Legs, ne? Und da hatten wir dann schon, das macht ihr auch, Karten verkauft für die nächste Tour. Weil ihr sagt, in einem Jahr bin ich mit dem neuen Programm wieder hier. Ja. So, könnt heute schon Karten kaufen, vergünstigt. Mhm. Problem war, die nächste Tour, die läuft jetzt langsam an. Weil halt eben, die war auf Herbst 20 geplant, konnte ich irgendwie 3 Vorstellungen spielen und dann war wieder dicht. War vorbei, ne? Und jetzt kann ich das gar nicht so durchziehen, weil ich habe jetzt mit Verschiebedaten, weil sich alles so aufgeschoben hat, bin ich jetzt bis Frühling 23, bin ich schon mit dem Programm noch gebucht. Deshalb geht das jetzt momentan gar nicht. Danach mache ich es vielleicht wieder, diesen Jahresrhythmus. Ja, verständlich, klar. Aber warte mal, wenn du eine Tour in der Schweiz spielst, wie viele Städte gibt es denn dann? Es sind ja da nicht unbedingt Städte, es sind ja dann auch viele Ortschaften, die eine entsprechende Location haben, die halt Kultur anbietet. So. Wir haben da aber auch ein bisschen versucht, neue Wege zu gehen, aufgrund von Balz, weil wir da gemerkt haben, dass das geht. Man kann in einem Club zum Beispiel Comedy machen. Das gab es davor auch nicht in der Schweiz. Ich finde das auch legendär. In Zürich gab es die Zukunft. Die hatten vielleicht ein halbes Jahr davor, haben die angefangen. Und dann wir. Und da habe ich gesagt, es geht eben auch in Bars und Clubs. Und zum Beispiel Moritz Neumeier hat mir erzählt, dass er früher in so Punk-Läden aufgetreten ist. Gesagt habe, hey, hier Rockschuppen, was weiß ich. Ich komme mal, mach Stand-up. Und dann kamen die 40 Leute. Ja? Und dann nächstes Mal kamen 80. Und dann habe ich gedacht, das muss auch in der Schweiz gehen, weil in der Schweiz hast du sonst einfach so Kleintheater und irgendwie Kultur, Tempel, was weiß ich. Und da passt halt Stand-up oft nicht rein. Mhm. Weil das sind dann Menschen ziemlich über 60. Das sind dann noch die Jungen. Ne? Die haben eine Saisonkarte. Die gehen einfach alles gucken, aber die sind jetzt nicht, ist jetzt nicht unser Publikum, sage ich mal. Ne? Ich verstehe genau, was du meinst. Das ist ja auch das Ding, wie Rebell das am Anfang gemacht hat. Am Anfang wollte ja auch kein Theater Rebell spielen, weil die sich dachten, das passt hier nicht rein und das Publikum kommt eh nicht. Ja, das haben wir immer noch. Ja. Und deshalb hat das Rebell so gemacht, dass die zu Beginn in Clubs gespielt haben. Genau. Also in wirklich Diskotheken. Ne?
der Laden ist sonntags eh geschlossen, beziehungsweise der hat da eh keine Tanzveranstaltung, beispielsweise, ja, oder an einem Montag oder so. Ja. Und dann findet dann da eine Show statt. Und dann wurde das dann damals so gemacht, es wird keine Miete gezahlt, sondern es gibt Ticketanteile. Genau. Oder hier, du bekommst einen Anteil vom, du kriegst einen kleinen Anteil vom Ticket, plus alles, was die Bahn Umsatz macht, gehört dir. Ja. So, und dafür kriegen die Künstler den, genau, größeren Anteil am Ticket. Ne? Damals hat das Ticket 10 Euro gekostet oder 12 Euro. So. Mhm. Aber das ist halt ein Prinzip, wie das sehr gut funktionieren kann. Was nicht unüblich ist, weil in den USA ist es gang und gäbe, dass es da Comedy-Clubs und sowas gibt. Ja. Aber hier in Deutschland ist es mehr so ein, ja, wir müssen ins Theater und es ist ja Kabarett. Ja, ja. Und auch in der Schweiz, ne, und in Österreich ist ja Kabarett, deshalb so. Deshalb finde ich das geil, dass ihr das macht. Und wenn du so deine Tour spielst, dann sag auf jeden Fall mal wo, weil dann plane ich meine nächste Tour vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, aber, ja, unbedingt. Okay, aber wie viele Städte oder Ortschaften sind das denn dann? Ja, eben so 30, 40. So. Oh, das ist krass. Ja, ja, aber das sind dann zum Teil wirklich, da zum Teil gibt es 3000 Einwohner. Ja, und dann kommen vielleicht noch ein paar ums Eck. Einzugsgebiet vielleicht 20.000 oder so. Ja, aber das reicht dann halt für, ich sage jetzt mal, 100. Aber selbst das ist viel. Ja. Also wenn du in der Ortschaft 100 Leute hast, ja, dann ist das viel. Ja, es ist also ich hätte ein hoher Turnaround. Ja. Ja, ich hätte jetzt mit wirklich 30, 40 Leuten gerechnet. Ja. Und selbst das wäre schon gut für eine Comedy-Show. Ja, also ich spiel auch mal 40, 50. Ja, das ist logisch. Also ich war vor kurzem, habe ich ja eben gesagt, im Café Elena hier in Zürich, einfach zum Testen und zum Proben. Und da waren es knapp 40 Leute. Und die Atmosphäre war Hammer. Ich dachte früher immer so, alles unter 20 geht nicht und so. Aber mit der Zeit, auch schon vor Corona, aber natürlich dann mit dem Ganzen, hast du gemerkt, es geht auch mit 8. Ja. Das geht auch, ja. Das Krasse ist, wenn du wenn du vor denen zum Beispiel was testest und es funktioniert und du bringst die zum Lachen, dann ist das bei einem großen Publikum ein Killer. Dann bist du bombensicher. Ja. Absolut. Ja. Wenn das da funktioniert, dann funktioniert es überall. Mhm. Deshalb finde ich diese Locations und diese Größe vom Publikum ideal zum Testen. Ja. Deshalb Tryouts sind bei mir so 30 bis 50. Ja, du bist halt krass. Was? Du bist halt ein krasser Typ. Warum? Bei mir sind es 8. Nein, nein, aber ich meine eben so ein bisschen kleiner, so mehr sollte es gar nicht sein. Ja. Also mehr sollte es natürlich nicht sein, ne, wenn du jetzt wirklich testen willst. Ja. Genau, ja. Es sei denn, das ist jetzt eine Mix-Show, bei der man gebucht ist und man kann da ein bisschen rumspinnen und sagt, hey Leute, hier, ich soll 30 Minuten spielen, aber lass mich mal 10 Minuten testen, so dann klar. Aber wenn es jetzt wirklich reines Testen ist, dann würde ich auch nur bei kleinem Publikum das machen. Das war so geil. Im Balz das eine Mal, da hast du gespielt, also Mixed Show. Und ich weiß nicht mehr, du hattest auf jeden Fall den letzten Spot. Und dann hast du gespielt und dann hattest du deine Zeit durch. Und das denke ich mir sowieso immer, weißt du, Letzte und Letzter, wenn die Leute noch Bock haben, dann kann man ja auch länger machen, ja. Ich finde es immer kacke, wenn die erste Person von 7 schon mal gute 15 Minuten überzieht, dann wird's elend. Ja? Ja. Aber so letzter, und dann hast du irgendwie, glaube ich, mich gefragt oder die Leute und so, kann ich noch ein bisschen, habt ihr noch Bock? Und dann hast du getestet. Ja. Und es war so geil, weil deshalb liebe ich Comedy, weil das war dann für mich das Echteste, was ich in langer Zeit gesehen habe. Weil es wirklich einfach, es war eine Energie, die geht hin und her und die Leute sind richtig eingestellt, du bist richtig eingestellt und dann, ja, ist so geil. Dann macht es richtig Spaß. Das habe ich dir damals schon gesagt, das hatte so ein Chappelle-Groove. Aha, boah, der Groove. Ja, wirklich einfach so, ich gehe mal auf die Bühne und ich rede mal mit den Leuten. Ja. Und aber bleibt was hängen. Ja. Erstmal danke. Aber das macht auch extrem viel Spaß. Das trauen sich leider nicht viele. Yeah. Aber es macht so viel Spaß. Es ist so ein, ich glaube auch für das Publikum. Ich wünschte, ich würde dabei auch mal im Publikum sitzen können. Also wenn das mal ein anderer macht. Yeah. Ich glaube für das Publikum ist das so ein, hey, wir sind hier gerade wirklich zusammen.
Das genau. ist kein, der ist da alleine auf der Bühne, sondern wir sind alle gerade zusammen yeah. hier. Yeah. Weißt du? So ja, da passiert was Spezielles halt. Weil es ist einmalig. Also wenn du zum ersten Mal etwas auf der Bühne erzählst, das ist wie die erste Tour. Das holst du ja nie mehr zurück. Das ist wirklich. Genau. Und wenn da was funktioniert, das ist auch für die Menschen, wenn die merken, dass das erste Mal ist, das ist so ein unglaubliches ja. Gefühl also, von übertriebener Energie irgendwie. Also wenn ich teste, dann packe ich manchmal wirklich Notizen aus, die nichtssagend sind. Ja. Yeah. Also ich habe eine Notiz, die habe ich letztens mal ausgepackt, da stand wirklich, also da steht wirklich Folgendes drin. Tennis, blöder Sport, der Ball geht nur hin und her, hin und her. Hin und her. Ah, aber immerhin hast du schon dreimal hin und her geschrieben. Das ja. ist die Notiz. Ja. Und jetzt hast du 5 Minuten. Genau, und jetzt habe ich 5 Minuten. Genau. Und ich habe das vorgelesen ja. und das Publikum guckt mich einfach so an und ist so, ja, und jetzt? Und ich war so unter Leistungsdruck und ich so, ja, ist doch echt voll der Scheißsport, oder? Weil das passiert, da ja. bist du mittendrin und dann auf einmal reden die aber miteinander und irgendeiner ja. sagt dann so, ja, ich spiele Tennis oder der andere sagt so, ja, eigentlich stimmt das, es ist echt langweilig, weil das und das und das und auf einmal macht das Bock, weil dann riffst du ja auf der Bühne und fängst auf einmal an, dein Material zu schleifen. Ich finde ja. das so schön und deshalb soll es auf jeden Fall immer mehr Open Mics geben und immer mehr Leute, die sich auch einfach trauen, mal woanders zu testen. Ja, ich glaube, da passiert dann auch viel. Ja. Also, weil man kann natürlich ebenso im kleinen Open-Mic-Kreis, kann man irgendwie ein Set sich erarbeiten, das dann super, super geil funktioniert für diesen kleinen Open-Mic-Kreis. So, aber ich zum Beispiel, eben, bei uns sage ich jetzt schon so, der alte Mann, aber als wir angefangen haben in der Schweiz, so ein paar Kumpels und ich, da gab es eben noch keine großen Mix-Shows oder was weiß ich. Das heißt, du musstest auf eine offene Bühne, bei der dann aber auch noch Singer-Songwriter und schlimm, ne? und 3 Tänzerinnen und Zauberer und was weiß ich, ne? Und dann musst du da 10 Minuten spielen und dann muss da auch was passieren. Und da habe ich immer gewusst, wenn es da funktioniert, dann bin ich eben, dann bin ich kugelsicher. Ja. In Berlin zum Beispiel, die Scheinbar, das ist so ein Ort. Das ist ja so eine richtig offene Bühne, bei der alles passieren kann. Mhm. Da ist alles Mögliche dabei. Und ich wusste immer, wenn ich zum Beispiel in der Scheinbar, wenn das Set da funktioniert, dann funktioniert es auch im Quatsch. Und dann funktioniert es auch irgendwie in Stuttgart am Comedy Clash. Und also das ist dann so ein sicheres, also sicher, hört sich so blöd an, aber es ist halt so, dann funktioniert es. Ja, dann killt es. Das glaube ich auch. Also sehe ich auch so. Ja. Yeah. Und was auch vor allem sehr wichtig ist, finde ich bei Open Mics, dass man vorher nicht sagt, wer kommt. Sondern dass die natürlich, komplett das verstehe ich nicht. Unvoreingenommen sind. Das verstehe ich nicht, wenn man bei Open Mics noch mit Namen wirbt. Ja. Ja, weil, also abgesehen davon, dass andere Veranstalter dann sagen, hey, ich bezahle dir Unmenge an Geld. Ja, da gehst du gratis. Also ich habe dir gestern 150 Euro gegeben. so, und dann gehst du irgendwo umsonst auftreten hier um die Ecke. Das geht gar nicht. Also abgesehen davon, darüber hinaus ist es, du brauchst halt ein Publikum, was einfach komplett unvoreingenommen ist. Ja. Am besten kennen die dich nicht. Ja. Ist natürlich bei manchen nicht machbar, so weil die einfach zu groß sind. Also ich war mal auf einer offenen Bühne mit Michael Mittermeier. Ja. Ich bin ja der 2. Deutsche nach ihm, der hier in deinem Podcast auftritt. Ich wollte es jetzt nochmal sagen. Bei ihm ist klar, die Leute kennen ihn ja alle. Aber bei mir ist es so, wenn ich dann hier und da mal auftritt, kennen mich vielleicht 3 Leute von 20. Yeah. Und dann weiß ich, wenn die lachen, also yeah. wenn der Rest lacht, dann weiß ich, okay, das hat null mit Sympathie zu tun oder weil die Fans sind draußen, sondern die feiern gerade nur das Material, nicht mich als Person. Ja. Und das ist eigentlich das ehrlichste Feedback, was du brauchst. Das war ja zum Beispiel Gad Elmaleh hat ja mal gesagt, bei ihm war das Problem, dass mit der Zeit halt, der konnte machen, was er wollte und die haben einfach immer gelacht. Mhm. Also so, er wusste gar nicht mehr, ob er gut ist oder nicht, weil es war so übertrieben, egal was er macht, gehen die komplett ab, drehen komplett durch. So.
Und Mittermeier hatte das ähnliche Problem. Ja. Also irgendwann, wenn es so groß ist, dann musst du irgendwie eben auf einmal auf Englisch auftreten, irgendwo anders hin, wo die dich nicht kennen, um dich selber wieder rauszufordern. Ja, ah, das war, auf Englisch will ich auch irgendwann mal machen. Ja, ja, das wollen alle, also muss man ja irgendwie, ne? Oder auf Schweizerdeutsch. Hast du noch nie auf Englisch gespielt? Gar nie? Nee, also mal so halb, ne? Aber weil da ein paar Leute bei waren, die kein Deutsch verstanden haben, dann habe ich das so zwischendurch so ein bisschen übersetzt. Aber nee, noch nicht auf Englisch. Ja. Weil ich glaube, das Potenzial ist halt einfach noch zu groß. Der deutsche Markt ist noch nicht komplett erschlossen. Warum soll ich jetzt noch woanders hingehen? Ja, klar. So, aber Michael Mittermeier, der hat damals ja alles rasiert mit seinem Special damals und so. Mhm. Also danach verständlich. Ja. Bei mir ist es noch lange nicht so weit. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja. Und bevor wir gleich zum Ende kommen, du hast ja gerade eben, wie hieß nochmal der Comedian, der französische Comedian? Gad. Weiter? El Malé. Genau. Habe ich falsch gesagt? Ich sag dir, wie man den Namen richtig ausspricht. Ja, wie sagt man es richtig? Gad? El Malé. El Malé. El Malé. Aber er selber sagt auch El Malé. Echt? Ja, ja, vielleicht wie Frankreich und so. Ja. Ne? Gad El Malé. El Malé. El Malé. Der Salzige. El Malé. Ja? Der Salzige. Also auf Deutsch heißt er. Ja. Der Salzige. Echt? Ja. El Malé. Gad El Malé. Ja, aber ist Marokkaner. Ich versuche, das weiß ich. Mhm. Und ich versuche ja auch immer bei dir Khalid zu sagen. Khalid, ja. Ja. Aber als Schweizerdeutsch, als ja, Schweizer. Ja, aber es gibt ja auch Khalid. Khalid. Hey, ciao Khalid, alles klar. Boah. Ja? Das war ekelhaft. Sorry, aber nichts gegen euch, Schweizer, aber. Khalid. Khalid ist auch gut. Khalid? Ja, in der Grundschule wurde ich teilweise Kalle genannt. Kalle? Ja. Ja. Guck, bei uns könnte man noch Karl. Karli. Ja, Huchi Basel auf der Karli. Huchi Kastli. Der Karli. Huchi Kastli. Ja, es ist vorbei. Echt? Kann ich nicht mehr damit angeben? Nee, ich glaube nicht. Echt? Ja. Weil das sagt auch niemand mehr. Warum nicht? Was sagt ihr dann? Schublade? Wahrscheinlich. Ja. Zum Glück. Wahrscheinlich gut, dass ihr unsere Sprache angenommen habt. Siehst du? Es gibt ja immer so kleine. Ihr integriert euch. Ihr werdet immer besser. Ich werde trotzdem immer hören, mach mal den Schweizer Akzent, wenn du auftrittst. Das ist echt schlimm. Kurz zum Schluss, du hast mal gesagt, du fühlst dich gut. Ich finde dich ein Paradebeispiel für diesen Feel-Good-Podcast, weil du bist ein Grund, ich glaube, optimistischer Mensch und fröhlicher und freudeverbreitender Mensch. So. Und warst du das schon immer oder hast du das irgendwie? Erstmal danke. Ja. Paradebeispiel, schönes Wort. Mhm. Das ist ein Schweizer Wort. Das haben wir erfunden. Okay. Wer hat es erfunden? Auf jeden Fall, ich war tatsächlich schon immer so. Ja. Einen anderen Namen, den ich in der Grundschule hatte, war tatsächlich, das ist nicht gelogen, Kichererbse. Meine Echt? Lehrerin hat mich Kichererbse genannt, weil ich immer gekichert habe. Das ist immer süß. Ja, und ich habe als Kind habe ich es nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, warum Kichererbse? Weiß ich noch ganz genau. Ich habe sie gefragt, Frau Gehrig. Ich habe sie gefragt, warum Kichererbse? Und dann meint sie, wenn man diese Kichererbsen nimmt und man lässt sie auf den Boden fallen, dann machen die ein Geräusch, als würden die kichern. So. Ist natürlich Quatsch. Habe ich dann irgendwann herausgefunden. Aus Kichererbsen macht man Hummus. So mit 18 hast du so. Genau, ich habe die auf den Boden geworfen. Ich so, was ist das? Wie diese Knallerbsen. So heißt es. So, man kichern die jetzt. So. Und das war mein Spitzname. Deshalb, ja, ich war schon immer so. Gott sei Dank. Geil. Ja. Und was machst du, um dich gut zu fühlen? Das ist immer die letzte Frage im Podcast. Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Ich versuche, negative Gedanken einfach auszublenden oder versuche, die an mir vorbeiziehen zu lassen. Weil es kommt immer wieder was Besseres. Es wird immer wieder gut. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sterben eh irgendwann alle und dann sind wir nichts mehr wert und dann war es auch nicht wert, schlecht drauf zu sein oder schlecht gelaunt zu sein. Wie kriegst du das aktiv hin?
so negative Gedanken vorbeiziehen zu lassen, weil man kann das ja schnell mal sagen. Ja, also genau, es ist nicht immer leicht, aber ja. Ich versuche das so zu machen, dass ich mir einrede, was ja auch Fakt ist, dass es sich nicht lohnt. Das Leben ist kurz, ja, ja? Je nachdem. Ne? Also es ist lang, aber nach unserem Empfinden ist es kurz. Mhm. Und dann lohnt es sich nicht, sich dann mit Negativem aufzuhalten. Mhm. Und wenn du das versuchst, dir immer wieder einzureden, dann merkst du, okay, am Ende ist es egal. Mhm. Also beispielsweise, yeah, mir würde jetzt jemand sagen, hey, wenn du kein Comedy mehr machst, yeah, ja, oder du machst kein Comedy mehr, weil Corona da ist oder was auch immer. Yeah. Das Worst-Case-Szenario wäre das? Abgesehen von Gesundheit, ne, was wäre das? Ja, dann gehen wir beide und arbeiten, machen einen normalen Job. Ja. Da haben wir immer noch ein gutes Leben. Können, ja, immer noch lachen, immer noch quatschen und immer noch Freunde treffen. So schlimm ist das nicht. Und wenn man sich das nur vor Augen hält, dann hilft das schon. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich ein Gegenüber habe, der oder sie mich nervt, mhm, ja, und das mir schlechte Laune macht, dann denke ich mir erstens, der Person geht es schlechter als mir. Ja. Also komm, kommentiert, sei nicht so sauer. Kommentiert bald auf einem, genau, auf einer Plattform. Das. Und das andere ist, wie heißt nochmal diese Vera Birkenbiel, genau. Vera Birkenbiel. Ne, die hat mal, die macht so, hat Vorträge und sowas, yeah, gemacht, also auch mit so Persönlichkeitsentwicklung und so. Yeah. Und sie hat mal gesagt, man sagt ja oft, stell dir vor, du würdest morgen sterben, würde dir das dann immer noch so sehr auf den Senkel gehen? Ja, also würde dich dann, yeah, immer noch, yeah, das so sehr nerven, was gerade dein Gegenüber gesagt hat. Yeah. Und dann sagt sie, besser ist noch, stell dir vor, dein Gegenüber würde morgen sterben. Mhm. Würdest du dem das immer noch übel nehmen? Dann wäre so, naja, eigentlich ist es egal. Ja. Der stirbt morgen eh. Weißt du? Mhm. Was nicht heißt, dass man die Person umbringen möchte. Aber das. Und das sind so Sachen, die ich versuche zu verinnerlichen. Ja. Und dann, wenn man sich das dann einredet, dann sieht man halt, wie diese negativen Gedanken an dir vorüberziehen, wie Wolken einfach. Stell dir vor, du liegst auf einer Wiese, siehst, guckst in den Himmel und da sind Wolken. Und diese Gedanken ziehen einfach an dir vorbei. Du siehst die, ne, du nimmst die wahr, aber lässt die an dir vorbeiziehen. Das ist ein schönes Bild. Ja. 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 Hast du es schon mal so ausgesprochen? Oder ist, nee, das ist so ein Bild, was man beim Meditieren nutzen kann und, ja, sollte. Ja. Wenn du meditierst, dann stellst du dir Sachen vor, mhm, und das ist das einfachste Bild, weil du liegst auf der Wiese oder du sitzt auf der Wiese und guckst in den Himmel und stellst dir das vor. Krass, weil vielleicht deshalb, ich konnte bis jetzt immer sehr gut am Strand meditieren. Und ich dachte immer, warum kann ich das so gut? Weil es ist ja super laut hier und irgendwie hier Geschrei und da Menschen und, ne? Vielleicht ist es wegen den Wolken. Das kann sein. Ja, habe ich mir noch nie überlegt. Das Meer, das Rauschen. Allein diese Elemente, wenn wir die um uns herum, ja, haben, ja, ist schon. Ja, ja. Ja, aber es ist dann immer da. Anna! Mama! Und dann hörst du so ein. Hey, komm mal her! Ida, komm raus aus dem Wasser! Genau. Genau, das ist trotzdem irgendwie noch. Das ist noch da. Ja. Aber weißt du, was schön ist? Was ich auch mache? Zum Beispiel, wenn ich in Marrakesch bin, zum, mhm, Beispiel da und man. Weil da überall diese offenen Dächer sind. Mhm. Oben aufs Dach gehen, meditieren, im Schneidersitz sich irgendwo hinsetzen, mhm, und dann sich alles vorstellen, also Augen schließen und sich alles bildlich vorstellen, was man hört. Mhm. Auch sehr interessant. Ja. Wenn du dann zwei Vögel hörst, die irgendwo in der Ferne sind, dann hörst du ja auch besser. Ne? Ja, und du, ja, stellst dir vor, wie das aussieht, was die gerade machen. Und das Gleiche am Strand, das wäre, glaube ich, auch sehr interessant, das zu machen. Und dann mal die Augen zu öffnen und zu gucken, wie das in echt aussieht. Weißt du, so du stellst dir gerade vor, dass, keine Ahnung, die Flodders da gerade eine Party schmeißen oder so. Und dann machst du die Augen auf und dann siehst du so, oh shit, meine Steuerberaterin hängt da vorne ab oder so. Ja, bist du noch, du bist noch oft in Marrakesch, ne? Ich war jetzt seit über anderthalb Jahren nicht mehr da. Wegen Corona. Aber normalerweise, ne, bin ich 2-3 Mal im Jahr da. Ja. Ja.
Geil. Also in Marrakesch. Ich habe Familie in Marokko, aber woanders. Mhm. Aber in Marrakesch selber bin ich so 2-3 Mal im Jahr. Ja. Wer noch nie da war, muss unbedingt hin. Ich will seit Ewigkeiten gehen. Ist wundervoll. Ja. Also als ich das erste Mal da war, es war wirklich so für mich, ey, das ist 1001 Nacht. Ja. Diese Gassen. Also ich war bestimmt schon um die 13, 14 Mal da. Und ich habe allein in der Altstadt, was so überwiegend nur zu Fuß erkunden, also die du überwiegend nur zu Fuß erkunden kannst, ich habe noch nicht alles gesehen. Ja. Es ist so groß und die dürfen in der Altstadt nichts bauen. Das ist auch geil. Die erhalten das halt richtig. Yeah. Man darf da nichts bauen. Also da darf kein Wolkenkratzer auf einmal hin oder so, was ich sehr, sehr gut finde. Ja. Du kannst dann nur mit Mofa oder Fahrrad durch und ansonsten zu Fuß. Also ich gucke, dass ich mal hingehe. Und wir uns vielleicht so 2 Tage kreuzen. Ich will dir nicht deinen Urlaub versauen, aber so 2 Tage würde noch gehen, oder? Gib so. Bescheid, gib auf jeden Fall Bescheid. Ich habe sogar mal der Ades, ein deutscher Urban-Pop-Sänger, der war mal unterwegs für seine Tour, für sein Album, hat er so eine Promo-Tour quasi gemacht, aber nicht indem er gespielt hat, sondern er hat Städte besucht, weil das Album heißt Berlin-Dakar und dann ist er von Berlin nach Dakar gereist. Yeah. Und ein Zwischenstopp war Marrakesch und dann haben wir uns da getroffen. Und dazu gibt es sogar ein Video auf YouTube, kannst du dir mal anschauen, da siehst du auch so ein paar Eindrücke von Marrakesch. Geil. Ja. Also Khaled Ades und dann sieht man das. Sehr schön. Khaled, ich bin immer happy, wenn ich dich sehe. Danke, ich auch. Und freue mich, dass wir noch zusammen auftreten heute und wünsche dir weiterhin alles Liebe. Vielen, vielen Dank. Ja. Gleichfalls dir auch. I feel good. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du mich hoffentlich auch wieder am Flughafen abholst, da drin. Ja. Und dann will ich so Blumen und so ein Schild haben. Unbedingt. Und dann in Marrakesch könntest du mich am Flughafen abholen. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne, ja. Weil da kann man vor der Tür umsonst parken. Ja. Alright, alles Liebe, vielen, vielen Dank. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Peace. Ade. Boop. Danke Christoph, bye bye. Ciao zusammen.